ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Wegen der hohen Gaspreise werden quer durch die Parteien Forderungen lauter, die Menschen in Deutschland stärker zu entlasten. Dabei geht es auch um die Frage, ob weitere Maßnahmen allen zugutekommen sollen oder vor allem denjenigen mit niedrigeren Einkommen. Der Chef der Bundesnetzagentur Müller spricht in der Bild am Sonntag unterdessen von Anzeichen für eine Stabilisierung der Gaspreise auf dem aktuell hohen Niveau. Seit Russland die Pipeline Nord Stream 1 Anfang der Woche für Wartungsarbeiten abgeschaltet habe, seien keine auffälligen Preissprünge mehr zu verzeichnen. Die Energiepreise sind deutlich gestiegen und viele Menschen erhoffen sich weitere Entlastungen von der Politik. Die Diskussion um die besten Maßnahmen hat begonnen. So schlägt CSU-Chef Söder vor, den Tankrabatt zu verlängern und er will ein zusätzliches Wohngeld für den Winter. Nun, wir haben jetzt schon ein Wohngeld für Bedürftige. Wir sollten es ausweiten zu einem Winterwohngeld für alle diejenigen, die von den Energiekosten besonders betroffen sind. Es ist ja das Absurde, dass die bisherigen Vorschläge alle im September enden. Tankrabatt endet, 9-Euro-Ticket endet. Zuschüsse, Energiezuschüsse sind nur einmalig. Das wird dann nicht funktionieren, um durch diese Krise zu kommen. Ungewohnte Zustimmung von der Linken. Parteichefin Wissler fordert ein drittes Entlastungspaket von der Bundesregierung und dies bereits Anfang September. Wir fordern 200 Euro mehr sofort für Hartz-IV-Bezieherinnen und Bezieher. Und wir fordern, dass das 9-Euro-Ticket verlängert wird bis Jahresende, weil es eben wirklich eine Entlastung ist für die Menschen. Belastet werden die Menschen unter anderem durch den Gaspreis. Der schwankte lange zwischen 5 und 7 Cent und hat sich dann aber 2022 ungefähr verdoppelt. Die Gefahr von Strom- und Gassperren für private Haushalte besteht. Dies will auch die SPD durch ein Kündigungsmoratorium verhindern. Das ist dringend notwendig, um die Menschen vor Kündigung zu schützen, wenn sie eben in Zahlungsverzug geraten, auch bei der Miete übrigens. Der Druck auf die Politik verschärft sich. Daher denken einige Parteien auch über eine Sondersitzung des Bundestages in der Sommerpause nach. Denn selbst wenn der Gaspreis sich auf dem jetzigen Niveau stabilisiert, wie es die Bundesnetzagentur für möglich hält, schaffen viele Haushalte eine doppelt so hohe Gasrechnung wie bisher nicht und brauchen Hilfe, die die Ampelregierung schnell beschließen müsste. AfD-Chef Chrupalla führt die hohen Gaspreise in Deutschland vor allem auf die Sanktionen zurück, die die EU wegen des Ukraine-Kriegs gegen Russland verhängt hat. Im ARD-Sommerinterview bekräftigte er seine Forderung, die Sanktionen sofort auszusetzen. Ja. Tino Chrupalla auf dem Weg zum ARD-Sommerinterview. Es ist ein Sommer, auf dem der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine lastet. Der Co-Vorsitzende der AfD verurteilt diesen, zeigt sich aber vor allem besorgt, was die Auswirkungen für Deutschland angeht. Wir haben einen Wirtschaftskrieg begonnen gegen Russland, indem wir Sanktionen gegen Russland beschlossen haben, die hauptsächlich unserer deutschen Wirtschaft, die unserer Bevölkerung schaden werden. Immer wieder stand die AfD in der Kritik, besonders Russland nah zu sein. 2020 reiste eine Delegation unter Chrupallas Führung nach Moskau, Tuchfühlung mit dem Kreml. Man müsse auch die Sicherheitsinteressen Russlands berücksichtigen, betont Chrupalla heute erneut und bezweifelt den Sinn der Unterstützung für die Ukraine. Ich kann es einfach nicht hinnehmen, dass wir als Deutschland uns so freigebig der Unterstützung welcher Seite auch immer hergeben und diesen Krieg sogar noch verlängern wollen. Parteiintern ist die Russlandfrage umstritten. Die AfD ist in vielen Themen tief gespalten. Das zeigt sich gestern auch auf dem Landesparteitag in Baden-Württemberg. Abstimmungschaos, wer Alice Weidel als Landeschefin nachfolgt. Außerdem wird auch dieser Verband nun vom Landesverfassungsschutz beobachtet. Auf Bundesebene wurde Chrupalla mit schlechtem Ergebnis gerade erst wiedergewählt. Auch mit Unterstützung des rechtsextremen Björn Höcke. Intern galt als ausgemacht, dass der Chef einer Strukturkommission zur Parteireform wird. Heute klingt das so. Die wird es erstmal in dieser Form nicht geben. Es war nie die Rede davon, dass er diese Rolle auch so einnimmt. Von daher kann ich das weder bestätigen noch dementieren. Die Russlandpolitik, der Richtungsstreit zwischen den Lagern, die verstärkte Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Zerreißproben für die AfD, deren Chef allerdings darauf setzt, dass die Energiekrise seiner Partei wieder mehr Zustimmung verschaffen könnte.
In der Ukraine haben die Kampfhandlungen wieder zugenommen. Die ukrainische Armee berichtet von verstärkten russischen Angriffen im Donbass im Osten des Landes. Diese seien zurückgeschlagen worden. Russland meldet den Abschuss eines ukrainischen Militärhubschraubers und eines Kampfjets. Nach Einschätzung britischer Geheimdienstexperten bauen die russischen Truppen zudem ihre Stellungen im Süden der Ukraine aus. Kiew hatte angekündigt, besetzte Gebiete dort zurückerobern zu wollen. Im Norden Griechenlands ist in der vergangenen Nacht ein Frachtflugzeug abgestürzt. Alle 8 Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. Die Antonov, einer ukrainischen Fluglinie, war auf dem Weg von Serbien über Jordanien nach Bangladesch. An der Absturzstelle kam es zu Detonationen und giftigen Dämpfen. Das Flugzeug hatte 11,5 Tonnen Munition aus serbischer Produktion an Bord, meldete das serbische Verteidigungsministerium. Als Unfallursache wird ein Triebwerksschaden vermutet. Der Personalmangel in der Luftfahrt bleibt ein Problem. Allein bei der Lufthansa liegt der Krankenstand derzeit bei fast 30%. Corona-Fälle und Überlastungen seien die Gründe dafür, so ein Konzernsprecher zur Bild am Sonntag. An den deutschen Flughäfen sollen Arbeitskräfte aus der Türkei in der Ferienzeit Entlastung bringen. Bis zu 2000 Beschäftigte könnten von August an befristet eingesetzt werden. Die Bundesregierung hat dafür die Voraussetzungen geschaffen. Auch an diesem Ferienwochenende kommt es an einigen deutschen Flughäfen zu Engpässen. Wie hier in Hamburg vor den Check-in-Schaltern und bei der Sicherheitskontrolle lange Wartezeiten. In Düsseldorf zeigt sich die Situation entspannter. Wegen fehlenden Bodenpersonals strich die Lufthansa bundesweit jedoch erneut tausende Flüge, zum Ärger vieler Kunden. Nahe Istanbul liegt die Großwäscherei der Unternehmerin Iqbal Italp. Deutsche Flughafenbetreiber beauftragten die Türkin als Personalvermittlerin, um Chaos und Millionenverluste zu beenden. Italp hat 1300 Türken für den Gepäck- und Frachtbereich an 6 deutschen Flughäfen organisiert. Das letzte Wort zum Einsatz haben nun die deutschen Flughafenbetreiber. Die Deutschen versuchen, das Geschäft auf die Hauptsaison zu beschränken. Aber mit Blick auf die Vorerfahrungen der Arbeitskräfte im Servicebereich und den Bedarf Deutschlands würde ich eine Verlängerung des Einsatzes erwarten. 5.000 Euro Provision pro türkische Arbeitskraft sind für die Unternehmerin ein profitables Geschäft. Der 20-jährige Student Samet soll ab August in Frankfurt am Main maximal 3 Monate im Frachtbereich schleppen helfen. Ein Führungs- und Gesundheitszeugnis, Führerschein, Visa-Voraussetzungen. Samet hat alles beisammen. Und sein Lohn? Ich schätze, dass wir 14,25 € pro Stunde verdienen. Daneben werden ja auch unser Flug und die Unterkunft bezahlt. Ich glaube, dann bleiben monatlich rund 1.800 € netto. Die jungen Männer sehen die Arbeit in Deutschland als einmalige Chance, auch langfristig zu bleiben. Und ihre fehlenden Deutschkenntnisse? Kein Problem, meint Samet. Das erforderliche A2-Niveau will er noch bis August erreichen. Die Einsatzkräfte im Süden Europas kämpfen weiter gegen Wald- und Buschbrände. Gluthitze und heftige Winde fachen die Flammen immer wieder an. Tausende Menschen mussten in Frankreich, Spanien und Griechenland bereits in Sicherheit gebracht werden. Tiere verdursten, weil Bauern nicht mehr auf die Höfe dürfen. Anfang der Woche soll die Hitze auch Deutschland erreichen. In Frankreich ist derzeit vor allem der Südwesten betroffen. In Frankreich, südlich von Bordeaux, ist eine Waldfläche von mehr als 100 Quadratkilometern abgebrannt. Starker Wind hat die Flammen immer wieder angefacht, bei Temperaturen um 40 Grad Celsius. Häuser und Campingplätze wurden zerstört. Die Einsatzkräfte sind teils völlig erschöpft. Wir haben es endlich geschafft, die Oberhand zu gewinnen. Aber auf einer Länge von 40 Kilometern gibt es immer noch Brandherde. Und der Wind kann jederzeit zurückkommen und drehen. Dann wird das Feuer wieder mehr Nahrung finden. In Spanien ist es sogar noch heißer, bis zu 46 Grad. In mehreren Regionen brennt der Wald, wie hier in Extremadura. Menschen applaudieren den Einsatzkräften, ihre einzige Hoffnung. Auch bei Malaga brennt der Wald. Tausende Menschen mussten in sichere Gebiete ausweichen. Das Beste wäre, wir könnten zurück, aber wir wissen nicht wann. Das hängt vom Rauch ab, weil der ist giftig. Uns geht es schlecht, sehr schlecht. Wir sind alle nervös. Bei 40 Grad und mehr, da ist das Feuer schwer zu bekämpfen. Der Klimawandel, klar, der betrifft uns alle. Die Behörden in Spanien und Portugal zählen inzwischen rund 1000 Hitzetote.
In Griechenland, wie hier auf Kreta, sind die Brände derzeit unter Kontrolle. Genauso in Italien, wo die Feuerwehr landesweit mehr als 150 Brandherde zählt. Ein Feuer beim Badeort Bibione konnte inzwischen gelöscht werden. Doch auch in Italien und Griechenland soll es in den nächsten Tagen 40 Grad heiß werden. Die Waldbrandgefahr wird weiter steigen. Mit einem Gottesdienst ist heute in der stark beschädigten St. Laurentius-Kirche in Ahrweiler der Opfer der Flutkatastrophe gedacht worden. Die Kirche ist noch Baustelle. Der Pfarrer erinnerte an die Toten und sagte, das Leben aller habe sich durch die Flut verändert. Er selber habe nicht mehr beten können. Helfen sei im Ahrtal das Gebet gewesen. Bei der Flutkatastrophe vor einem Jahr waren mehr als 180 Menschen gestorben, die meisten in Rheinland-Pfalz. In Paris ist heute an die Massenverhaftung von Jüdinnen und Juden während des Zweiten Weltkriegs in Frankreich vor 80 Jahren erinnert worden. Am 16. und 17. Juli 1942 hatten französische Polizisten im Auftrag der deutschen Besatzer mehr als 13.000 Juden festgenommen, unter ihnen 4.000 Kinder. Sie wurden zusammengetrieben und später in Vernichtungslager der Nazis deportiert. Die französische Beteiligung an dem Verbrechen war lange ein Tabu. Erst 1995 sprach der damalige Präsident Chirac eine Entschuldigung aus. Und nun zum Sport. Nach dem Sieg gegen Finnland laufen bei den deutschen Fußballfrauen schon die Vorbereitungen auf das Europameisterschaftsviertelfinale gegen Österreich am Donnerstag. Das Team von Bundestrainerin Vos Tecklenburg hatte gestern Abend mit 3:0 auch das dritte Vorrundenspiel ohne Punktverlust und Gegentor absolviert. Drei Spiele, drei Siege. Die Bundestrainerin freut sich über eine makellose Bilanz nach Abschluss der Gruppenphase. Ja, das ist gut. Wenn uns vorher jemand gesagt hätte, in dieser Vorrunde mit dieser Gruppe gehen wir hier mit 9 Punkten und 19:0 Toren raus, da hätten wir uns gekniffen, haben gesagt, ja, unterschreiben wir sofort, aber wir haben uns das verdient. Der Rhythmus stimmt. Nicht nur beim Ausradeln am heutigen Morgen, auch auf dem Platz. Gegen Finnland überragt das deutsche Team zwar nicht, aber überzeugt. Allen voran Kapitänin Alexandra Popp mit bereits 3 Treffern bei ihrer ersten EM. Ich würde sagen, es läuft in alter Popp-Manier sozusagen. Das mit dem Kopf habe ich zum Glück nicht verlernt. 5 der insgesamt 9 deutschen Vorrundentore erzielt per Kopf. Sophia Kleinhernes, gestern eine von 4 Startelf-Neuen, feiert ihren ersten Länderspieltreffer. Genauso wie Nicole Anjomi, die nach der Pause eingewechselt wird. Die Breite des Kaders beeindruckend. Das zeigt uns eben auch, dass wir diese Verlässlichkeit im Team wirklich haben, dass wir uns auf alle Spielerinnen, die reinkommen oder von Anfang an spielen, wirklich verlassen können. Am Donnerstag im Viertelfinale trifft die Elf von Martina Vos Tecklenburg auf Österreich. 3 Spiele wären es noch bis zu einem möglichen Titelgewinn in England. Bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Eugene in den USA haben die US-Sprinter den 100-Meter-Lauf dominiert. Fred Kelly gewann Gold vor seinen beiden Teamkollegen Marvin Bracey und Trayvon Brummell. Fred Kelly ist aktuell der schnellste Mann der Welt. Der neue Weltmeister auf Bahn 4 in diesem 100-Meter-Finale von Eugene, das 3 US-amerikanische Sprinter unter sich ausmachen. Ein knappes Rennen. Nach 9,86 Sekunden gewinnt Curley mit 2 Hundertstel Vorsprung vor seinen zeitgleichen Teamkollegen Marvin Bracey und Trayvon Brummell. Ob die USA jetzt wieder die Sprintnation ist? We're back on top, baby. Wir sind wieder oben, Baby, meint der 27-jährige Texaner, der im vergangenen Jahr Olympiasilber in Tokio gewann. Und nun bei der Weltmeisterschaft, die erstmals in den USA stattfindet, seinen bislang größten Erfolg feiert. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 18. Juli. Das Hoch über Mitteleuropa bestimmt in den nächsten Tagen unser Wetter. Die Luft wird heißer. In der Nacht ist es im Norden mal klar, mal ziehen Wolken vorüber, sonst ist es eher wolkenlos. Am Tag viel Sonne, im Süden kaum Wolken, im Norden tauchen hin und wieder lockere Wolkenfelder auf, an den Küsten auch mal etwas dichtere Wolken. In der Nacht 18 Grad im Saarland, 4 Grad im Vogtland. Am Tag 22 Grad an der nordfriesischen Küste, 36 Grad am Hochrhein. Am Dienstag Höhepunkt der Hitzewelle im Westen, bis 40 Grad im Schatten, dabei viel Sonne.
Am Mittwoch dann im Osten bei viel Sonne bis 40 Grad. Im Westen und Südwesten kommen unwetterartige Schauer und Gewitter auf. Am Donnerstag vor allem im Norden einige zum Teil heftige Schauer und Gewitter. Nach Süden ist es oft trocken. Um 22.45 Uhr hat Helge Fuß diese Tagesthemen. Die unsichtbare Gefahr, was die kommende Hitzewelle für uns in Deutschland heißt. Und Krieg gegen die Ukraine. Der Alltag der Menschen in Odessa zwischen den Luftangriffen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.